So einen einfallsreichen Namen. Zack, zack. Ach, geht. Hab gerade überlegt, ob wir die Mine noch reinnehmen, aber wir haben ja die Dinger. Oh. Verklickt. Was steht da? Schlaf nur. Ja, schlafe nur. Na dann, gute Nacht. Wo kommt der? Wo kommt der? Da kommt er. They are coming. Und ich warte auf A. Zack und zack. Okay, nur auch nur eine Welle. Zum Eingewöhnen bestimmt für den Fliegengitter-Typ. Sag ich jetzt mal so. So. Oh man. Nachtlevel sind so langweilig am Anfang. Schläft man selbst schon fast ein. Die Musik ist auch nicht gerade peppig. Das ist scheiße. Das ist längere Nacht, also länger Nachtlevel gilt als Tag. Das ist, glaube ich, so, oder? Obwohl. Nee. Kann gar nicht so sein. Es gibt Nacht, dann Nacht mit Nebel und Tag mit Pool. Glaube ich. Und. Auch. Ja, ich. Spoiler nicht weiter. Oh, Kaka. Oh, oh. Würdest du bitte sterben? Nochmal. So. Letzte Sonne und jetzt geht's los mit dem Bauen. Die packe ich darauf. Schon die Angriffsgeräusche. Oh, den hätte ich da oben hinpacken sollen. Schon die Angriffsgeräusche von den Dingern sind so. Hören sich so gefährlich an. Sollst du nicht jetzt mal tot? Tot. Sterben. Sterben. Können Zombies sterben? Zombies sind schon tot. Aber. Wir müssen sie hier umbringen. Ist das nicht irgendwie unlogisch? Kann man Zombies eigentlich umbringen? Das ist die Frage des Tages. Das wäre jetzt mal interessant. Kann man Zombies töten? Also, außer mit Pflanzen, die Sporen versprühen oder Erbsen schießen. Also mit Waffen. Richtige Waffen. Eine MG oder so. True MG. Ach, der ist so alt. Gut, jetzt kommen. Ah, schon die letzte Welle. Oh Mann. Hier vergisst man ja die Zeit. Ach du Kacke. Die Zack. Aber die müssten eigentlich schaffbar sein. Oder auch nicht. Stirb. Nein. Lasst meine Pilze in Ruhe. Lasst meine Blumen in Ruhe. Die Blumen Group. Und da haben wir ein. Wie heißt es nochmal? Grabfresser, genau. Pflanze ihn auf einem Grab, ohne, um es zu entfernen. Habe ich jetzt eigentlich nicht oft benutzt. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Ja, logisch.
Er kostet 750 Euro, aber du kannst dann in jedem Level unter 7 statt nur 6 wählen. In jedem Level unter... Ach, egal. Jo. Klasse. Oh, und wenn du 5000 Euro gespart hast, verkaufe ich dir das 8 Samenplätze extra. Bis dann. Wowiwawo. Was ist das? Chemieanlage im Abfluss? Okay, was? Wir haben jetzt einen Platz mehr. Was kann ich noch? Das nehme ich mal. Da sind so eine Sprungtypen wieder dabei. Und es werden immer mehr Gräber. Aber dafür haben wir den Grabfresser. Ich warte mal, bis ich die Pilze setze. Bis irgendeiner kommt. Damit ich weiß, auf welcher Reihe der ist. Da ist er. Und es gibt zwei Wellen. Diesmal wieder. So spannend. Man kann die pure Spannung schon fast in der Luft riechen. Nein, noch einer. Steht hier eigentlich irgendwas auf den Gräbern? Nö. Da hätten die sich ja mal was einfallen lassen können. Echt. Immer diese Entwickler. Das. Gut. Also auf jeder Reihe habe ich eine. Also Reihe. Auf jeder Reihe habe ich eine Reihe. Auf jeder Reihe habe ich einen Pilz. Also eine kleine Verteidigung gibt es schon mal. Dann mache ich mal zwei Reihen Pilze. Fürs erste. Und dann wechsle ich die wieder mit denen da aus. Stinkpilz. Okay. Und die behalte ich auf, bis so ein Stabhochsprung-Typ kommt. Die Walnüsse. Dann jumpt der darüber und nicht hier über meine Kampfblume. Extra gezüchtete Kampfblume und da kommt er schon. Wow. Extra gezüchteten Kampfblumen. Greift an. Kampfpilze, meine ich. Natürlich. Wie hätte man anders denken können? Und die machen den fertig. Die Beine von den Zombies sind irgendwie immer so komisch verdreht. Ja, sieht nicht gesund aus. Die sollten mal zum Arzt gehen, die Zombies. Mach ich mal das Grab weg und... stimmt, da kriegt man ja auch Geld für. Gut, das mache ich dann auch öfters jetzt. Kann es mir auch gerade leisten, von daher. Warum nicht? Jetzt fange ich mal an, schon die Reihe mit den Stinkpilzen zu machen. Man weiß ja. Oh, ja, mache ich mal. Man weiß ja nie, wann die kommen. Also die mit dem Fliegengitter. Oder was das ist. Geld. Zack. Geld. Jo. Nein. Das da weg. Ich brauche mehr Platz zum Bauen. Zum Bauen, zum Pflanzen. Mir ist aufgefallen, immer wenn ich was falsch sage, was ich gar nicht so meine, sage ich das Falsche nochmal und dann das Richtige. Unnötige Angewöhnung. Packe ich mal noch das darauf und jetzt fange ich wirklich an mit den Stinkpilz-Dinger. Dingern. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich.
Oh nein! Da! Kegelkopf, Spitzkopf Larry. Na ja, genau auf der Reihe, wo ich noch nichts hab. Da kommt der Typ. Ist klar. Und bei meinem Glück werde ich das auch nicht schaffen, den fertig zu machen. Natürlich, und da auch gleich noch Stabtyp. Zum Glück haben wir da schon die Walnuss gesetzt. Und sein Stab ist weg. Seine lange Stange. Er hat seine lange Stange verloren. Wir haben hier nur noch ein Grab, das uns stört, und das ist jetzt auch weg. Jetzt setze ich mal... Ach, noch mehr von den Dingern. Kann ja nicht schaden. Geld, Sonnen... Ach ja. Alles, was das Herz... Nein. Alles, was das Herz begehrt, wollte ich sagen. Weg und Stinkpilz. Die kosten viel, also müssen die ja gut sein. So denken bestimmt einige Leute beim Shoppen. Kostet viel, bestimmt voll toll. Bestimmt aus bester Ware. Bestem Stoff. Oder was auch immer. Da ist noch so einer. Ich sag jetzt mal eine ganz unbegründete Vermutung. Ich hab gewonnen. Die kommen hier nicht mehr durch. Ich brauche noch zwei Walnüsse, damit die Reihe hier voll ist. Ja, genau dafür. Komm schon. So. Boah, wie sich das anhört. Blubber, blubber, blubber. Ja, genauso hört sich das an. Blubber, blubber, blubber. Geld. Geld. Nee, Sonnen und Geld. Und wieder 1050 Sonnen. Wie heißt es? Wie soll man das überhaupt nennen? Sonnenenergie, Sonnenpunkte? Naja, ist ja auch egal. Gittertyp. Und zack. Okay, ab hier, ab der Reihe, greifen beide an. Gut zu wissen. Oh, ich dachte, es ist wieder ein Brief. Ein Lexikon. Das Vorstadtlexikon. Vorstadtlexikon, genau. Es listet alle Pflanzen und Zombies, auf die du triffst. Gut. Was haben wir denn schon? Die haben wir, genau. Oh, hey, ich wollte... Ach, egal. Hast du schon mal Hau den Zombie gespielt? Ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Du weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nager, die Löcher in deinen Rasen buddeln. Ja, genau, so. Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und statt einer Schaufel gibt's einen Holzhammer. Und statt mir haust du sie platt. Verblichen. Jo. Komm schon, zack. Warum sollte man ein Eichhörnchen mit einer Schaufel hauen? Aber es ist doch dumm. Und nicht nett. Komm.